Ja, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Van Helsing. Ich lasse mal wieder den ganzen Namen weg. Der Episodentitel für diese Folge wird vielleicht sein von die Van Helsings vom anderen Ufer. Wir überqueren jetzt hier einen kleinen, doch recht schnell fließenden Fluss und nähern uns direkt einigen Villa-Veteranen. Wir, das sind natürlich der Shadowrunner Malpreis und der Bacon Orange. Und wir sind auch schon wieder mitten im Kampf drin, weil auch während ich rede, können wir natürlich kämpfen. Ja, wir können ein wenig Multitasking, zwar nicht besonders gut, aber wir können es. Genau, wir hatten schon, also der Grund, warum wir jetzt hier rübergegangen sind, wir müssen ja das Tintentor durchschreiten und da haben wir halt gesehen, das muss auf dieser Seite des Flusses sein und ja, deswegen sind wir dann hier halt eben schnell rüber und kämpfen uns jetzt hier halt so ein bisschen gegen eine doch recht große Gruppe von diesen Düsterbrut wieder. Ja. Wobei aber auch noch nicht sicher ist, dass wirklich das Tintenportal auf der Seite ist, aber auf jeden Fall ist hier eine unserer Quests. Ja, aber eigentlich, ich glaube, Professor Toad hatte uns, nachdem wir mit ihm geredet haben, ist dieses Symbol auf der Karte aufgetaucht. Ah, stimmt, du hast recht, ja, Professor Toad, da war man. Genau. Der hier im Sumpf sicherlich ordentlich Pilze sich krallt. Ja, aber erstaunlicherweise hatte er einen schönen Professorenhut auf, also ja. Stil auch im Sumpf ist sehr wichtig. Dann halten wir uns doch mal hier am Ufer am Wasser auf. Eieiei, und man sollte natürlich wirklich bei diesen Düsterbrut-Veteranen sollte man nicht in den Nahkampf gehen, immer noch nicht. Ja, und meine Katharina hat es mal wieder dahin gerafft, aber zumindest hat sie jetzt zwischendurch schon mal Heiltränke benutzt, und zwar jede Menge. Ja, meine ist ja bei den Heiltränken auch recht fleißig. So fleißig, dass sie in der Regel, dass ich gerade sehe, sie hat schon wieder gar keine mehr. Ja, aber ich finde es schon eine Verbesserung, dass sie welche nimmt, weil ich hatte ja beim letzten Mal, dass sie gar keine trank. Aber Katharina ist jetzt auch schon wieder da, hat schon fast wieder volles Leben. Oh, das wird jetzt, wenn wir gleich Pech haben, eine richtig, richtig große Gruppe. Ja, ich schieß mal was rein und guck mal, was kommt. Ich lass dich einfach mal schießen. Ja, das ist doch einigermaßen gepult. Genau, die Düsterbrut-Gruppe da oben ist nicht direkt mitgekommen. Das war schon mal, es war einfach meine Befürchtung, dass die einfach gleich auch noch mitkommen. Das wäre dann. Ja, aber es scheint hier anscheinend, habe ich gerade gemerkt, mit diesem Schuss kann ich wohl recht gut pullen, wenn ich danach nicht folgend noch da reinlaufe. Oder wie jetzt deine Katharina. Ja, Katharina mag halt alle Männer, auch wenn es düster Bruch, Letowig, Veteranen sind. Weil vielleicht denkst, nein, ich bin schon wieder bei ganz bösen Sprüchen, aber das mache ich mal nicht. Wir haben da wieder einen orangenen, ist das orange? Bräunlich? Was ist das für eine Farbe? Sehe ich gerade nicht, weil ich hinten gerade noch mit einem Düsterbrut doch sehr aufwendig, ja, war doch ein sehr langer Kampf. Dieses bräunliche Orange, das sind halt ja immer diese etwas spezielleren Gegner. Aber der wird gleich auch umfallen. Aua. Stufenaufstieg. Genau, den hatte ich auch eben. Dann schauen wir doch mal direkt da rein. Ich habe allerdings nur 4 Punkte gerade bekommen, verfügbare Fähigkeitspunkte. Was mich gerade ein wenig wundert. Und Fertigkeitspunkten gar nicht, aber vielleicht war das auch. Nee, ich sehe das auch gerade wie so. Da hast du natürlich vollkommen recht. Vor allem, ich bin immer noch Level 11. Ich glaube, das war kein Stufenaufstieg, sondern wir haben wahrscheinlich, es gab schon ein, zwei Mal, dass man halt durchs Abschließen, glaube ich, von Erfolgen auch extra Fertigkeitspunkte bekommen hat. Hatten wir auch schon mal zum Beispiel durch das Abschließen einer Quest irgendwelche extra Fertigkeitspunkte bekommen. Vielleicht ist es da teilweise halt bei Erfolgen genauso. Nee, ich sehe gerade, Katharina hat auch gerade ein Level bekommen. Vielleicht war das die gerade geplinkt hat, weil der kann nicht was geben. Stimmt, das sehe ich auch gerade. Fertigkeiten. Ich will jetzt mal auf die blaue Blutsachen ein bisschen gehen.
Ich will nicht, dass sie explodiert, wenn sie stirbt, aber ich gebe ihr mal die Kraft der Vergeltung. Damit macht sie mehr Schaden und du bist schon wieder fleißig am Kämpfen. Genau. Das war auch nur eine kleine Gruppe. Da oben sind wieder ganz viele Soldaten. Ja, und da ist wieder so ein lila Geblitzel. Genau, von da kümmern wir uns doch erstmal um die Soldaten. Ja, die werden hier schön weggesprengt. Also ich muss sagen, die Krähenfußgranate gefällt mir aktuell ziemlich gut. Die macht einen schönen AOE, wenn man die schmeißt. Dann machen wir hier kurz noch die Vögel oben weg, nur damit wir nicht reinlaufen. Und dann schauen wir uns links mal an, was hinter diesen Zäunen ist. Genau. Sobald du nicht mehr da stehst, genau. Hier scheint ein Eingang. Hat er eine Panzerfaust? Ja. Ich weiß gerade nicht, welcher von denen am seltsamsten aussieht. Der grüne Leuchtetyp. Indeed, but I still have questions, like who and what you are. Oh, you don't need to worry about such things anymore, Hunter. Oh, this will be fun. Okay, die haben alle ganz viele lustige Farben. Ja, und wenn ich das richtig sehe, dann kommen wir auch aus dem Kreis momentan nicht raus. Ich gehe gerade auf den elektrischen Bestienkönig zu Beginn. Ja, dann sollten wir uns vielleicht auf einen einigen, auf den wir uns konzentrieren. Aber der Friolak-Räuber, der hat wohl andere Pläne für mich. Und hinten der Typ, ja, der schießt mit seiner Panzerfaust. Ja, das finde ich ja gut. Der schießt vor allem auch natürlich ja zwischendurch immer mal gerne auch mit auf mich rauf. Aber so langsam gehen sie doch schon ein wenig runter. Genau, der elektrische Bestienkönig ist jetzt schon mal weg. Dann haben wir der hier Räuber, genau. Der ich gehe schon mal auf Monsieur Flambeur. Der Räuber hat sich gerade geheilt. Sollten wir uns auf den konzentrieren. Entweder er hat sich geheilt oder er wurde halt vielleicht auch geheilt. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, aber jetzt ist er weg. Und dann jetzt auf Monsieur Flambeur. Der scheint aber irgendwie so eine Schutzhülle zu haben, ne? Ja. Ich jetzt mal nicht mehr. Ah, okay. Dann schnell da alles drauf. Und damit ist er weg und dann ist nur noch Richter Obesowski da. Ja. Das klingt jetzt wieder ein wenig russisch angehaucht. Wow, der hat schön viel fallen lassen. Looks like something created in a laboratory. So it must be true after all. My dear Borgovia became a playground for evil scientists. No wonder that the good old-fashioned monsters became a dying breed. Nee, die aussterbende Rasse könnte auch an uns liegen, weil wir alles kaputt machen. Das überlege ich auch gerade. Gut, das ist ein einfacher Teleportation oder wieder so ein Teleding, wo wir später wieder hin könnten, wenn wir wollen. Ja, Teleding, Teleportation meinte ich. Ja. Ich schau mal kurz, ob es irgendwelche Sachen gab. Jägerklasse. Ich weiß es nicht, ob du was brauchst. Ich schmeiß dir ein paar hin, was vielleicht ein bisschen höhere Werte hat. Du kannst einfach mal rein hier den Umhang dir anschauen. Ja, ich gehe gerade nochmal bei mir so die Sachen durch, die ich jetzt so in der letzten Zeit gefunden habe. Und ich sehe halt auch schon wieder, das mit dem Teleportieren wäre vielleicht gleich gar nicht mal so schlecht, weil mein Inventar ist doch schon wieder recht voll. Ja, ich nehme mir hier gerade auch mal eine neue Kanone wieder. Und schau auch kurz bei Katharina, was hat sie denn hier? Ein Aufladerpack, aber das ist nicht besser. Aber der Gürtel hier, der ist ganz okay. Und was haben wir hier? Hier ist der 140er, der kann weg. Und möchtest du dich kurz teleportieren?
Achso, ja, gut, wir könnten wahrscheinlich sonst hier auch natürlich das Teleporting, aber ich kann jetzt mich auch so mal eben teleportieren. Ich habe gerade mal eben schnell nachgeguckt. Ich muss also nur verkaufen. Ich würde jetzt allerdings in der Stadt auch eben kurz zum Schmied gehen. Das kannst du dann ja auch gleich machen, wenn du dort ja, bist. dann nehmen wir doch das Teleportationsding, wenn wir es schon haben. Dann Genau. können wir es nämlich gleichzeitig machen. Das spart dann Zeit. Genau, rübergelaufen bin ich eben eh schon. Und ja, ich denke, wir treffen uns dann gleich beim, also vor dem Schmied. Du hast ja doch meistens ein bisschen kürzere Ladezeiten, von daher ist es vielleicht gar nicht verkehrt, dass ich einen Tick früher rein bin. Es kommt ja nicht drauf an, wer früher reinkommt. Sondern wer länger braucht. So, bist du da? Ja. Dann hallo Schmied. Ich weiß jetzt gar nicht, wollen wir diese Essenz? Ich würde sagen, wir sagen die erste Option. Ja, also einfach abgeben. Ah, okay, ja, das machen wir doch dann. Dann gab es hier jede Menge Belohnungen. Und dann gehen wir mal kurz. Gab es hier noch gerade Gegenstände? Oh, ich habe einen Zweihänder, den kann ich identifizieren. Eventuell ist der was für dich. Komm mal runter zum Schmied, da schmeiße ich ihn. Genau, also beim Schmied bin ich gerade. Entschuldigung, ja. Man kann ja auch beim Schmied verkaufen, ist ja das Praktische. Stimmt. Ich hatte mich irgendwie unten auf diesen Kramhändler eingeschossen. Ich schmeiß mal hier was auf den Boden, was du dir anschauen kannst. Ja, ich schmeiß auch mal irgendwas für dich auf den Boden. Das habe ich gerade eben. Ich kann es gerade nicht schmeißen. Warum kann ich gerade nicht auf den Boden schmeißen? Jägerklasse. Warum kann ich... Ich kann das gerade irgendwie nicht auf den Boden schmeißen. Was mich ein wenig wundert. Ich verkaufe erstmal den ganzen anderen Krempel. Einfach mal vielleicht danach schauen. Ich habe keine Ahnung, woran das gerade liegt. Erstmal den ganzen Plunder weg. Und ich kann nicht alles verkaufen drücken, weil ich halt dieses schöne Schwert für dich habe. Ich habe jetzt auch seit kurzem einen neuen Helm. Ich finde ihn nicht so schick, aber der ist von den Werten ja doch um einiges besser als das, was ich vorher getragen habe. Und dementsprechend ja, muss ich ihn dann ja quasi anziehen. So, das hier kann alles verkauft werden. Warum kann ich dieses Schwert nicht? Steht da Kontofessel? Ist das vielleicht irgendwie... Das scheint an dich gebunden zu sein, würde ich sagen. Das ist aber schade. Vor allem, weil ich es ja nicht benutzen kann. Kann ich das wenigstens meiner Katharina geben? Das scheint zu gehen. Dann bekommt sie halt hier ein super seltenes Schwert. Na gut. Haben wir alles verkauft? Wo schießt du gerade drauf? Einfach nur so. Wieder die Hühner. Genau. Dann geht's wieder zurück in den Galgensumpf und zwar Norden. Da waren wir ja gerade und ich denke, ja, da müssen wir dann weitermachen. Ja. Oder waren das die Minen? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Oh, du hattest was auf du hattest was auf den Boden geschmissen. Das hatte ich mir doch gar nicht genommen, aber ich war zum Glück noch nicht weg. So, nochmal Norden. Gut. Ja, ich bin noch im Ladebalken, aber es müsste eigentlich Norden sein, weil da sind wir gerade gewesen. Also der andere war ja doch südlicher, wir waren jetzt nördlicher. Ja, mein Ladebalken nähert sich hoffentlich dem Ende. Jo, ich bin angekommen. Ich auch. Und ich sehe dich auch hier stehen. Genau. Es ist auch genau da, wo wir hin wollten. Ja, den setze ich mir auf jeden Fall auf den Rücken. Der ist schick. Dann haben wir hier links noch, ja, ist alles erforscht. Ich dachte, da wäre vielleicht noch ein Zipfel. Aber dann können wir ja auf dem Rückweg jetzt uns am oberen Rand aufhalten. Hier müssen wir natürlich erstmal durch. Sammeln noch vergessenes Gold auf. Ja, aber es werden auf jeden Fall weniger Quests. Also wir müssen immer noch rostige Bomben sammeln und eine Maschine zerstören. Genau. Aber zumindest bei der Quest mit den Minen nähert sich das schon... Also da sind einige Punkte jetzt schon abgehakt.
hoffentlich haben wir das nicht übersehen, das Tintentor. Das könnte ja wieder so wie der Brunnen in der Stadt sein. Also hoffentlich ist das nicht so einfach zu übersehen. Ja, ja, ach zur Not. Müssen wir halt dann doch erst die anderen Aufgaben erledigen. Also was wir auf jeden Fall nicht machen sollten, ist sozusagen den Galgensumpf in das nächste Gebiet verlassen. Weil, ja. Die Aufgaben... Aber ich hatte auch gerade beim Portal irgendeine Portmöglichkeit, wo irgendwas mit Minen stand. Also wenn wir hier gar nichts finden, dann können wir ja da nochmal das über Teleportation gucken, wo uns das hinbringt. Ja. Ja, aber ich überlege hier echt mit dieser Populationsdichte, was sie den ganzen Tag machen, wenn sie nicht von uns gestört werden. Ja, das... Hoffentlich sehen wir es nicht. Achso, ja. Dachte ich jetzt nicht. Okay, hier oben sind wir fertig. Ich guck gerade nochmal, ob auf der Map irgendwas markiert ist. Genau, da hinten ist aber eigentlich nur das Tintentor Norden steht da dran, wenn ich über den Dings gehe. Und unten Tintentor Süden. Ja, und ach so, und du hattest was von den Minen gesagt. Ja, wahrscheinlich könnten wir darüber wirklich... die Minen betreten. Ist natürlich nur die Frage, ob wir nicht erst vielleicht dann doch noch unten im Süden da was wir noch nicht hatten, einfach nochmal eben aufdecken. Ja, weil da müsste es ja an sich entweder die Jägermaschinen oder die Bomben oder beides geben. Jo, das können wir uns anschauen. Was ich gerade überlege, wir sind ja jetzt wieder auf die richtige Seite des Ufers zurückgekommen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Folgenzeitmäßig, wie sieht es aus? Folgenzeitmäßig sieht es so aus, dass wir vielleicht noch eben kurz zu Professor Toad laufen und dann bei Professor Toad jetzt in wenigen Sekunden, ja, genau hier, bei unserem guten alten Freund, ja, die Folge ausklingen lassen. Wir tanzen noch ein bisschen mit ihm, trinken vielleicht auch ein Bier, weigern uns aber, glaube ich, besser seine Pilze anzunehmen. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. So ist es.